OETV, Ihr regionales Fernsehen aus der Obersteiermark heute mit folgenden Sendungen. In unserem Infotainment: Tag des Sports in Kapfenberg, Basketballturnier im Gymnasium, Leoben präsentiert sein Kulturprogramm, Spaß und Spannung bei Beach on the Moor, Kindergarten Walfersheim wird 50 Jahre alt, LKH Bruck feiert 30-Jahr-Jubiläum, frische Waffeln für Kapfenberg, doppeltes Jubiläum für Hermann Bittorf und in Close-Up ist Ulf Tomaschek zu Gast. Und zuvor in den News: Matthäus Bachanek ist neuer Bürgermeister. Pflegeverband reduziert Anzahl der Betten. Andreas Babler zu Gast in Bruck. Die FPÖ bringt Kandidaten in Stellung. Und in unsere Zukunft besuchen wir die MVG. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 27. Juni in Kapfenberg gab es einen besonderen Tagesordnungspunkt: die Wahl des Bürgermeisters und der Vizebürgermeisterin. Der offizielle Rückzug aus der Politik erfolgte von Fritz Kratzer Mitte Juni. Nach 7 Jahren als Stadtoberhaupt hat er sein Amt Vizebürgermeister Matthäus Bachanek anvertraut. Mit 21 von 25 möglichen Stimmen wurde Bachanek nun vom Gemeinderat zum Bürgermeister gewählt. Ein Amt, das, wie er in seiner Ansprache sagt, so nie in seiner Lebensplanung gestanden sei, er aber mit großer Leidenschaft und Motivation ausführen möchte. Ja, ist eine unglaublich große Aufgabe. Es ist wirklich eine Riesenehre. In so einer tollen Stadt sind die Aufgaben auch vielfältig. Man muss erstens schauen, dass wir den guten Weg gemeinsam weitergehen und dass wir noch da und dort, wo wir kleine Schraube drehen können, um noch besser zu werden. Monika Mukelitsch-Auer wurde mit 20 von 25 möglichen Stimmen in das Amt der Vizebürgermeisterin gewählt. Die Entscheidung zu kandidieren hat sie nach einer Pilgerreise gefällt. Letztendlich hat mich dazu bewogen, dass wir jetzt einen neuen Bürgermeister haben, der hochmotiviert ist, der vieles vorhat. Und ich möchte ihm meine Unterstützung gewähren, möchte ihm mit meinem jahrzehntelang erworbenen Wissen zur Seite stehen. Als langjährige Leiterin der Abteilung Bürgerbüro und Soziales kennt Mukelitsch-Auer sowohl die Verwaltung als auch die Anliegen und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger. Natürlich möchte ich für die Kapfenbergerinnen da sein, egal ob jetzt Kinder, Jugendliche, für Frauen, für Familien, für Seniorinnen, Senioren, für Migrantinnen und Migranten und für die Schwächeren in unserer Gesellschaft. Und was mir ganz wichtig ist, was mich also auch dazu bewogen hat, ist, ich möchte das gemeinsam in den Vordergrund stellen, das Verbindende und nicht das Trennende. Standing Ovations gab es vom Gemeinderat, den politischen Ehrengästen, allen voran Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang, den Familien und den Freunden. Und nach der Angelobung durch den Bezirkshauptmann Bernhard Preiner, Glückwünsche von allen Seiten. Die Pflege bleibt quer durch Bruckmütz Zuschlag ein Dauerthema. Weil vielfach Personal fehlt, bleiben 20% der Betten leer. Damit steigen die Kosten. Um das Budget zu verbessern, reduziert der Pflegeverband jetzt die Anzahl der Betten. 19 fallen in Mariazell weg, 26 in Mürzzuschlag. Damit können wir das Budget etwas verbessern. Es sind eben die 8 Millionen für heuer prognostiziert. Abgang, den müssen die Gemeinden des Bezirkes allein tragen und aufbringen. Und deswegen sind diese Maßnahmen erforderlich. Weil diese Betten bisher ohnehin leer waren, gibt es keine negative Auswirkung auf Bewohner oder Personal. Der Pflegeverband kann allerdings nach alternativen Nutzungsformen suchen. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten und Ideen, wie wir die neuen Flächen nutzen können. Da gibt es Ideen von Primärversorgungszentren, angefangen über betreutes Wohnen, über kleine Wohneinheiten für ältere Menschen. Und wir freuen uns schon, dass wir den Verband einfach weiterentwickeln gemeinsam. Gleichzeitig zeichnet sich eine Lösung für das Pflegeheim Grillparzer Straße ab. Schon seit 2 Jahren stillgelegt, gibt es Interessenten für eine Nachnutzung. In der Stadt Kapfenberg tut sich ja einiges, unter anderem die FH für Gesundheits- und Pflegeberufe und verschiedene Anfragen von Schulen und Industriebetrieben, die immer wieder Unterkünfte für Lehrlinge brauchen. Auch ohne Grillparzer Straße beschäftigt der Pflegeverband 619 Mitarbeiter, betreut bis zu 670 Betten und ist laufend auf der Suche nach Personal, auch im Ausland.
Zum anderen gehen wir natürlich auch in andere Länder, so wie zum Beispiel in den Kosovo, wo wir jetzt Pflegeassistenten oder Pflegefachassistenten über eine Schulklasse akquirieren wollen. Wir haben das Projekt mit den Kosovaner jetzt einmal angestoßen und hoffen, dass das positiv in der Zukunft auf uns auswirkt. Um Personal finden und halten zu können, braucht es auch ein konstruktives Miteinander auf politischer Ebene. Hier hat sich die Atmosphäre zuletzt verbessert. Es gibt eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand des Pflegeverbandes, mit der Obfrau und auch mit der neuen Geschäftsleitung. Und da haben alle das Gefühl, es geht jetzt was in die richtige Richtung. Es passiert was, damit es künftig in den Heimen gut gearbeitet werden kann und die Abgänge sich in Maßen halten. Der ländliche Raum ist reif für einen Aufbruch. Das sagen die sozialdemokratischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Sie trafen sich jetzt in Bruck zur Konferenz. Was der ländliche Raum dringend benötigt? Für mich drei ganz wesentliche Punkte sind öffentlicher Verkehr, Stärken des öffentlichen Verkehrs in die Gemeinden draußen am Land, ist der eine Punkt. Zum anderen eine riesengroße Digitalisierungsoffensive, Glasfaser in jede Gemeinde, so klar wie sie auch nur ist, damit die Leute auch von zu Hause aus arbeiten können. Und wir müssen die Kinderbetreuung massiv stärken und da viel mehr Geld investieren. Damit einher geht die Forderung an die schwarz-grüne Bundesregierung, die Gemeinden vermehrt zu unterstützen. Die von Bruck ausgerufene Haushaltssperre war dahingehend ein echtes Warnsignal. Wir würden uns wirklich wünschen, und da sind wir ja nicht alleine von unserer Stadt Bruck an der Mur, sondern es geht ja jeder zweiten Gemeinde gleich, dass wir auch einfach von der Bundesregierung mehr Mittel aus dem Finanzausgleich bekommen. Wir haben einfach mehr Ausgaben wie Einnahmen und wir bekommen natürlich Unterstützung vom Land, aber wir brauchen noch viel, viel mehr. Mit dieser Forderung ist Bruck aber nicht alleine. Deshalb war mit Bundesparteichef Andreas Babler ein prominenter Redner in Bruck zu Gast. Er fordert neben Investitionen auch ein Umdenken im Miteinander. Gleichzeitig auch Wertschätzung von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, die in Österreich, vor allem die Sozialdemokratischen, die schauen, dass die Infrastruktur da ist. Von der Kinderbetreuung beginnend, gegen die Ausdünnung, gegen das Wirtesterben, schauen, dass wir Kaufkraft haben, schauen, dass die jungen Leute bleiben können in den Gemeinden. Und die Sozialdemokratie ist das Sprachrohr für die Gemeinden in Österreich. Ebenfalls Thema unter den Bürgermeistern in Bruck, die Asylfrage und konkrete Lösungen nach dem Grundsatz Menschlichkeit und Ordnung. Die politische Sommerpause wird nur kurz ausfallen. Danach warten die Nationalratswahl und die Landtagswahl. Die Freiheitlichen bringen ihre obersteirischen Kandidaten bereits jetzt in Stellung. Ich bin guter Dinge, mit diesen personellen Ebenen, aber auch mit unseren Inhalten hier in der Obersteiermark auch zu punkten. Ein wichtiger Wahlkreis, unbestritten, neben Graz sicherlich das große Kampfgebiet für alle Parteien. Wir sind gut gerüstet mit Marco Triller und mit Hannes Amelsbauer an der Spitze. Auf Landesebene wollen die Freiheitlichen etwa Akzente im Sozial- und Gesundheitswesen setzen. Dabei geht es neben einer Absicherung der hochsteirischen Krankenhäuser auch um zusätzliches Personal im niedergelassenen Bereich. Da muss man natürlich mit der Ärztekammer, mit dem Bund auch zusammentreten, ist jetzt keine Landesgeschichte, aber ich bin davon überzeugt, wenn der steiermärkische Landesrat Kornhäusl da auch Akzente setzt und einen gewissen Druck auf den Bund und auf die Ärztekammer auch ausübt, dass man da zu einem Ergebnis kommen kann und junge Ärzte vielleicht motivieren kann, im niedergelassenen Bereich tätig zu werden. Inhaltlich wollen sich die Freiheitlichen neben den Themen Sicherheit und Asyl auch dem Milliardenprojekt Semmering-Basistunnel widmen. Hier sollen regelmäßige parlamentarische Anfragen dafür sorgen, dass sich die Gemeinden optimal auf den Start vorbereiten. Es ist erfreulich zu hören, dass der Baufortschritt erhalten wird, dass das Bauziel halten wird, dass 2030 die ersten Züge fahren werden. Ist für unsere Region wichtig. Es gibt ja auch einen Stopp in Mürzzuschlag. Und ja, die Infrastruktur muss sich darauf vorbereiten und darum stellen wir auch immer diese Anfragen. Die Nationalratswahl findet am 29. September statt, die Landtagswahl voraussichtlich am 24. November.
Der Verkehr verursacht rund 28% der jährlichen Treibhausgasemissionen in Österreich und gehört somit zu den größten Umweltsündern. Die Mürztaler Verkehrs GmbH Kapfenberg hat dieses Problem erkannt und setzt sich deshalb für die Reduktion von CO2-Emissionen im öffentlichen Nahverkehr ein. Naja, im Zuge der ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion fühlen wir uns natürlich auch gefordert, hier etwas zu tun. Und wir haben schon angefangen, vor jetzt mittlerweile 5,5 Jahren, die kleineren Busse, die Citybusse, auf batterieelektrische Fahrzeuge umzustellen. Und das in Kombination mit einer sehr großen Photovoltaikanlage auf den Dächern des Dienstleistungszentrums. Der Vorteil ist, wir fahren mit diesen Bussen lokal wirklich emissionsfrei. Und noch dazu, wir benutzen unseren eigenen Sonnenstrom damit. Neben den elektrisch betriebenen Bussen setzt die MVG auch weitere Schritte in Richtung Nachhaltigkeit. So wurde bereits die gesamte Außenbeleuchtung auf LED umgestellt und auch für die Dieselbusse gibt es eine umweltfreundliche Lösung. Für unsere dieselbetriebenen Busse sind wir sehr stolz, da haben wir uns wirklich etwas einfallen lassen. Wir können dies ja nicht sofort auf batterieelektrische Busse umstellen, da diese sehr lange Strecken am Tag zum Teil zurücklegen. Und somit haben wir unsere eigene betriebsinterne Tankstelle, wo Diesel drinnen war, mit einem anderen Treibstoff aufgefüllt, nämlich mit einem vollsynthetischen Treibstoff, der nennt sich HV100. Dieser synthetische Treibstoff wird zum Großteil aus Fischabfällen produziert und ist zu über 90% CO2-neutral. Die MVG Kapfenberg zählt somit als Vorreiter in Sachen umweltfreundlicher Mobilität. Und somit haben wir jetzt einen Großteil unserer Flotte und wir reden hier von 500.000 Liter Treibstoff im Jahr, mehr oder weniger CO2-neutral. Die einen mit diesem synthetischen Treibstoff und die anderen Busse fahren batterieelektrisch. Das heißt, die MVG kann mit Stolz sagen, wir sind fast CO2-neutral. Und so fährt die MVG Kapfenberg mit Vollgas in eine nachhaltige Zukunft. Energieberatung, E-Mobilität, Redsack Elektroshop, Elektroinstallationen, Photovoltaik, Solaranlagen, Fernsehen, Internet und Telefonie und eine eigene Kundentankstelle. Das alles und noch viel mehr lassen Sie sich von unseren Profis beraten. Die Stadtwerke Kapfenberg, Ihr Partner fürs Leben. Regionalfernsehen für Bruck, Kapfenberg und Leoben. Wir recherchieren, produzieren und sind immer dann vor Ort, wenn es interessant wird. Du bist flexibel, kreativ und willst immer up to date sein, dann bist du bei uns genau richtig. Naja, oder du filmst halt gern. Du fühlst dich angesprochen? Dann bewirb dich jetzt. Herzlich willkommen zu unserer Highway-TV-Rubrik Die Region im Fokus. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. 14 Kapfenberger Vereine beteiligten sich am ersten Tag des Sports im ECE. Sportlich ging es mit einem Basketballturnier auch im Kapfenberger Gymnasium zu. Unter dem Dach der Kapfenberger Sportvereinigung befinden sich 42 Vereine mit mehr als 5000 Mitgliedern. Den Überblick über dieses Angebot zu behalten, ist nicht immer ganz einfach.
Deshalb trafen sich jetzt 14 Vereine zum Sporttag im ECE. Es ist großartig und ich danke allen Schülerinnen und Schülern und Jugendlichen, die der Einladung gefolgt sind und heute im ECE beim ersten Kappenberger Sporttag dabei sind. Die Veranstaltung bot die Möglichkeit, die verschiedenen Sportvereine kennenzulernen und einen kleinen Einblick ins Trainingsprogramm zu erhalten. Jeder Schüler oder jeder, also auch natürlich auch für die Erwachsenen, können probieren. Es hat jeder Verein etwas da, was typisch für die Sportart ist. Von A wie Athletik über I wie Inklusion bis hin zu Z wie Zielschießen konnten die Vereine ein breites Angebot präsentieren. Mit der großen Vielfalt steigt auch die Notwendigkeit, die entsprechende Infrastruktur zu erhalten. Wir schauen, dass wir unser Möglichstes geben, dass auch der Sport wirklich gut seine Sportstätten hat, die er gut nutzen kann, dass die gut hergerichtet sind. Und wir stellen die ja kostenlos zur Verfügung, darum ist es nicht immer so einfach, aber wir sind trotzdem auf einem guten Weg. Dass hunderte Kinder und Jugendliche den ersten Sporttag besucht haben, freut auch das ECE. Sport ist ja, verbindet die Menschen und auch unser ECE verbindet Menschen und das sehen wir uns als zentralen Treffpunkt für die Innenstadt in Kappenberg. Und vielleicht findet der eine oder andere Teilnehmer ja bald den Weg in einen Kapfenberger Sportverein. Basketball-Action in Kapfenberg. Am Samstag ging am Gelände des Gymnasiums Kapfenberg die 86 Ball Party über die Bühne. Dieses Jahr allerdings etwas anders als geplant. Also heuer haben wir ein bisschen Pech gehabt, weil in Graz 3 gegen 3 auch Basketball gespielt wird heuer. Aber die Party must go on, das heißt alle kommen, wir spielen alle trotzdem. Es ist kein offizielles Turnier, aber wir haben trotzdem alle Spaß beim Basketballspielen, wir lieben den Sport. Dazu gibt es Musik, gutes Essen, Hüpfburg, alles drum und dran, alles was man braucht, also alles gut. Die Basketballer lassen sich den Spaß also nicht verderben und verwandelten das Turnier in ein freundschaftliches Basketballspiel. Gespielt wurde dabei 3 gegen 3. Im Vordergrund stand aber der Sport und die Gemeinschaft. Ja, ich finde, das ist eine coole Organisation, überhaupt für alle ehemaligen Basketballspieler, die zwischendurch wieder ein bisschen in Sport zurückkehren wollen. Super Organisation, super Platz. Schauen wir mal, was auf uns zukommt heute. Für gute Stimmung sorgte DJ Chuba, der nicht nur für die passende Musik zuständig war, sondern auch im Notfall eingreifen konnte. Euer zuständig bin ich als DJ, aber nebenbei kann ich auch was helfen, falls was passiert, als medizinische Gründe auch Sanitäter oder sagen wir auch so als Arzt. Weil so der zweite Beruf bei mir ist es so ein physikalischer Arzt. Und so wurde bei der diesjährigen 86 Ball Party auch mit weniger Teilnehmern gespielt, gelacht und gefeiert. Nächstes Jahr sollte das Streetball-Turnier aber wieder wie gewohnt stattfinden. Es wird der gleiche Plan wie heuer, nur dass er wirklich umgesetzt wird. Also 2 Gruppen, Rookies und Pros. Die Rookies sind eher Anfänger, ab 12 Jahren und die Pros sind ab 16. Und sind die Fortgeschrittene und da sind halt jeweils 2 Gewinner. Auch wenn das Turnier in diesem Jahr anders verlaufen ist als geplant, zeigt es doch, wie stark die Gemeinschaft und die Freude am Sport sind. Die Stadt Leoben bietet im Herbst wieder ein attraktives Kulturangebot. Neben vielen regionalen Künstlerinnen und Künstlern werden auch bekannte Größen wie Alfons Haider, der Petutschnikons oder Herbert Bixner auf den Leobner Bühnen zu sehen sein. Gibt's in Leoben a Hetz, a Tracherei, dann ist der Kulturherbst 2024 da. Am 25. Juni stellte die Stadt das Kulturprogramm für September bis Jänner vor und bot vor allem Einblicke in die Robert-Stolz-Revue »Die ganze Welt ist himmelblau«, mit der wir ins neue Jahr rutschen werden. Kultur ist auch Bildung und ist auch geistige Nahrung und das ist ganz, ganz wichtig. Dabei werden nicht nur nationale Stars wie Birgit Minichmeier, Herbert Pixner oder Weinzettel und Rudle auf unsere Bühnen geladen,
Auch regionale Talente oder KünstlerInnen, die aus der Region stammen und mittlerweile in ganz Österreich zu sehen sind, werden vor den Vorhang geholt. Wir haben zum Beispiel Marlies Wieser hier, eine Klarinettistin, die internationale Erfolge feiert. Wir haben Lisa-Lena Tritscher, eine gebürtige Leobnerin, die wieder hierher zurückkommt, möchte ich sagen, um hier bei uns aufzutreten. Wir haben ein symphonisches Orchester, das sich heuer mit Jazzmusik kreuzen wird. Und noch vieles mehr. Zur Verfügung stehen dabei, wie schon in den letzten Jahren, die drei großen Spielstätten, Live-Kongress, Stadttheater und Kulturquartier. Letztere beherbergt wiederum drei Plätze für Kunst und Kultur. Wir kennen uns natürlich schon viele Jahre und Jahrzehnte und so finden wir immer wieder Synergien, einerseits mit dem Live-Kongress, andererseits die Spielstätte des Stadttheaters hier und auch das Kulturquartier. Es gibt einen gemeinsamen Kalender, der wird abgestimmt. Das Kulturquartier besteht eigentlich aus dem Museumscenter. Das ist der älteste Teil eigentlich, seit 2004 neu installiert. Dann die Stadtbibliothek, die erst seit 2020 bei uns im Haus ist, und dann die Kunsthalle natürlich, die selbstverständlich vorher als Quartier für die Großausstellungen gegolten hat, aber jetzt wirklich für viele verschiedene Veranstaltungen dient. Als ein absolutes Highlight gilt neben Konzerten, Komödien und einem vielfältigen Programm für Kinder die Robert-Stolz-Revue, die am 28. Dezember im Stadttheater zu erleben sein wird. Die Idee dazu hatte die Leoberner Powerfrau Doris Stütz, hält sich dabei streng an die Biografien und bietet so einen musikalisch untermalten Einblick in das Leben des Komponisten. Nächstes Jahr, also 2025, haben wir den 50. Todestag von Robert Stolz. Und ja, nachdem seine Musik so unvergesslich ist, das gehört einfach gefeiert. Seit bald 20 Jahren sorgt Beach an der Mur für sommerliche Unterhaltung am Brucker Hauptplatz. Im Mittelpunkt steht Boccia, das heuer knapp 200 Teams anlockte. Manche Teams nehmen sogar mehrfach teil. Der Ehrgeiz kommt also keinesfalls zu kurz. Seit bald 20 Jahren verwandelt sich der Brucker Hauptplatz einmal im Jahr in eine große Sandkiste. Das Zusammenspiel mehrerer Vereine ist längst ein Fixpunkt im Veranstaltungskalender. Schon seit 19 Jahren veranstalten der UVC, der Volleyballclub und der SC Bruck diese Veranstaltung. Es haben natürlich andere Vereine auch immer wieder Bewerbe gehabt, so wie heuer ESV Tennis. Aber grundsätzlich seit 19 Jahren die beiden Vereine. Eine Hauptrolle spielt auch heuer wieder Boccia, das gleich viermal auf dem Programm steht. Mit 200 Teams gibt es sogar eine neue Bestmarke. Diese Plätze waren sofort weg. Wer einmal mitgespielt hat, der spielt nachher da wieder mit. Und die Anmeldezeit hat am Donnerstag vor drei Wochen begonnen. Und am Freitag waren wir schon früh und darum haben wir das Turnierfeld aufstocken. Also es ist ein Wahnsinn. Und es sind sehr viele Firmenmannschaften dabei, die das auch als Teambuilding sehen. Und das soll ja so sein und das freut mich am meisten. Weil zwischen den einzelnen Spielen genügend Zeit bleibt, um einen Abstecher in die umliegenden Lokale zu machen, profitiert von Beach an der Mur der gesamte Hauptplatz. Ich glaube, für die Gastronomie ist es die umsatzstärkste Woche im ganzen Jahr. Und das wollen wir ja, dass alle was davon haben, nicht nur die zwei Vereine, sondern das ganz Bruck. Und ich glaube, das Image der Stadt ist durch Beach an der Mur auch aufpoliert. Es ist einzigartig, es gibt in der Steiermark österreichweit das nicht, da haben wir wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Alle Ergebnisse und Fotos gibt es online unter www.beachandermur.com. "1974 wurde der Kindergarten in Kapfenberg-Walfersam eröffnet. Um dieses Jubiläum gebührend zu feiern, gab es vergangene Woche ein großes Fest. Spiel und Spaß kam dort für die Kleinsten nicht zu kurz. Und die 30-Jahr-Feier des Brucker Krankenhauses stand im Zeichen des Rückblicks. Aber vor allem im Zeichen der Investitionen. Und so fließen in den kommenden Jahren weitere 60 Millionen Euro in diesen Standort.
Der Kindergarten Walfersam bietet den Kleinsten einen Ort zum Spielen, Lernen und Wachsen. Und das nun bereits seit 50 Jahren. Dieses besondere Jubiläum wurde beim diesjährigen Sommerfest gebührend gefeiert. Ja, wir werden heute jetzt nach unserer Eröffnung noch kräftig feiern. Die Kinder können die Spielstationen, die wir hergerichtet haben, nutzen. Es gibt da Würstelhause. Wir haben auch eine kleine Ausstellung hergerichtet, damit man auch sieht, wie der Kindergarten früher ausgeschaut hat und wie er gewachsen ist. Das werden Sie sicher einige auf den Fotos auch wiedererkennen. Auch ich bin mit meiner Laterne irgendwo bei den Fotos abgebildet. Auf den Fotos wiederfinden wird sich auch die ehemalige Leiterin Helga Wasner. In ihren 35 Jahren im Kindergarten Walfersam hat sie wesentlich zur Entwicklung der Betreuungsstätte beigetragen. Ich habe die Zeit in sehr schöner Erinnerung. Ich habe mir oft gedacht, ich habe den richtigen Beruf gewählt, denn es hat mir Spaß gemacht bis zum Pensionsalter. Ich war ja in meinen ersten Dienstjahren im Kindergarten Schinitz als gruppenführende Pädagogin tätig und dann 35 Jahre lang hier als Leiterin. Und es hat sich natürlich viel verändert während dieser Zeit. Was sich allerdings nicht verändert hat, ist die wertvolle Arbeit, die hier geleistet wird. Die heutige Feier ist aber nicht nur ein Rückblick in die Vergangenheit, sondern vor allem auch ein Fest der Dinge, die den Kindergarten so besonders machen. Ja, es ist die Arbeit mit und am Kind, die Wertschätzung von den Eltern, von den Kindern, die Liebe, die Wärme, die ihnen entgegengebracht wird, aber auch die Interaktion und der Austausch mit Menschen. Das ist einfach so wichtig. In unserer Zeit wird immer mehr und wie gesagt, von den Kindern bekommt man auch am meisten zurück. Und so wird noch den restlichen Tag gefeiert und gespielt. Auf die nächsten 50 Jahre Kindergarten Walfersam. Vor 30 Jahren wurde das Landeskrankenhaus Bruck eröffnet. In dieser Zeit hat sich viel getan. Das machte auch die Jubiläumsfeier deutlich. Auf inhaltlicher Ebene hat in diesen 30 Jahren eine Spezialisierung des Standorts stattgefunden. Diese Spezialisierung geht auch in Zukunft weiter. Wir werden hier in Zukunft ein starkes, ein leistungsstarkes Herz-Lungen-Zentrum haben mit zwei Herzkathetertischen. Wir werden eine große Psychiatrie neu bauen für die Versorgung von psychisch kranken Menschen in der Obersteiermark. Wir werden ein Tageszentrum für Hautkrankheiten haben und ein tageschirurgisches Zentrum. Dafür wurden alleine in den letzten 10 Jahren 20 Millionen Euro investiert. In den kommenden Jahren kommen weitere 60 Millionen dazu. Dafür fließen zwischen 2025 und 2027 50 Millionen Euro in den Neubau der Psychiatrie. In kein Haus der Kages, unserer Spitäler, wird so viel investiert wie in Bruck. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen, das ist ein starkes Zeichen für diesen Standort, dass es weitergeht und dass wir ihn in eine gute Zukunft führen. Am Standort Bruck betreuen rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jährlich mehr als 15.500 stationäre Patienten. Genügend Personal zu haben, ist quer durch die ganze Steiermark eine besonders fordernde Aufgabe. Wir haben viel Geld für die Gehälter unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Hand genommen. 130 Millionen Euro jedes Jahr an frischem Geld. Wir versuchen Bürokratie abzubauen, überbordende Administration. Wir versuchen noch familienfreundlicher zu werden. Das geht nicht von heute auf morgen, aber wir arbeiten hart daran und wir schaffen das auch. Edon Sadiku sorgt mit seinem Waffellokal in der Kapfenberger Innenstadt für süße Freuden. Sein Angebot gibt es auch zum Mitnehmen. Damit will er die Kulinarik in der Altstadt bereichern. Die Kapfenberger Innenstadt ist ab sofort um ein wahres Paradies für Naschkatzen reicher. Dort hat ein neues Lokal aufgesperrt, das ganz auf Waffeln setzt. Ich habe mir gedacht, Kapfenberg braucht etwas Neues. Etwas, was es gerade im Moment nicht so gibt. Ein Waffelladen. Dafür hatte ich genau die passenden Räumlichkeiten. Die Ideen gehen Edon Sadiku dabei nicht aus. Neben Waffeln und Crepes, egal ob schokoladig oder fruchtig, gibt es auch ein breites Angebot an Kaffee und Erfrischungsgetränken.
Bis jetzt läuft's gut, ich bin zufrieden. Das Interesse ist da. Es kommen Familien, es kommen Pärchen, Gruppen von Jugendlichen. Also ich merke es, es war wirklich eine gute Idee. Weil die Köstlichkeiten auch zum Mitnehmen bestens geeignet sind, ergibt sich ein kulinarischer Doppelpass mit der Fußball-Fanzone auf dem Kapfenberger Hauptplatz. Super, es passt mir wirklich toll. Ich hatte die Idee jetzt, wenn mehr Leute in die Innenstadt kommen, die werden sich nicht unbedingt bei mir hinsetzen wollen, sondern die werden eher was zum Mitnehmen haben wollen. Also habe ich die Bubble-Waffel gemacht, die kann man prima mitnehmen, unterwegs essen. Das neue Lokal in der Kapfenberger Innenstadt hat täglich geöffnet. Seit 50 Jahren ist Hermann Pithoff als Künstler aktiv. Seit 30 Jahren wirkt er im Brucker Künstlerbund auf vielfältige Weise. Dieses doppelte Jubiläum wurde jetzt gefeiert. Die Lobrede hielt Fußballtrainer Werner Gregoritsch. Ein ganz besonderer Abend für die Brucker Kulturszene. Am Freitag wurde im Kulturhaus das 50-jährige Künstlerjubiläum von Hermann Pithoff und gleichzeitig das 30-jährige Bestehen des Brucker Künstlerbundes gefeiert. Für Pithoff selbst sind diese Jahre wie im Flug vergangen. Es gibt Zeiten, die gehen, die gehen, die gehen und irgendwann bist du bei 50 und du weißt gar nicht warum, aber du bist bei 50. Und das, was das Schöne an dem Ganzen ist, dass du sehr viele Erfahrungen, Erlebnisse und Lernprozesse in diesen Jahren mitnimmst und die dich reifer machen und erhöhen. In der ehemaligen Kunstgalerie des Kulturhauses wurden Werke von Pithoff und anderen Mitgliedern des Brucker Künstlerbundes ausgestellt. Im Zuge dieser Feierlichkeit wurde Hermann Pithoff außerdem eine Ehrenurkunde der Stadt Bruck überreicht. Also als Bürgermeisterin bin ich stolz, dass wirklich Hermann Pithoff heute sein 50-jähriges Künstlerjubiläum feiert. Und er war ja auch Obmann, 30 Jahre vom Künstlerbund. Ja, er hat eigentlich die Stadt Bruck an der Mur kulturell bereichert. Viele Menschen hat er in die bildende Kunst geführt. Ja, und wir sind einfach glücklich heute und wir haben das auch zum Anlass genommen, wieder eine Ausstellung zu machen hier in der Kunstgalerie, in der ehemaligen. Zahlreiche Gäste kamen nach Bruck, um dieses besondere Jubiläum mit Pithoff zu feiern. Darunter auch sein alter Freund Werner Gregoritsch. Trotz seiner Verpflichtungen während der Fußball-Europameisterschaft ließ er es sich nicht nehmen, extra für diese Feier anzureisen und die Laudatio zu lesen. Sehr strenger Lehrer, ein Mensch mit einem größeren Herz, wie seine normale Größe eigentlich feststellt. Oder wie, und nebenbei ein ganz netter Kollege, ein Freund auch, weil er sehr, sehr korrekt und auch sehr, sehr ehrlich ist. Hat natürlich auch mit dem zu kämpfen gehabt, mit seinen Aussagen im Leben. Aber er ist schnurgerader und das findet man heute selten. Und außerdem muss ich sagen, ziehe ich den Hut vor seinen künstlerischen Fähigkeiten. Und so wurde dieses besondere Jubiläum noch gebührend gefeiert. Industrie, Leben. We'll be right back.
Ulf Tomaschek ist in der Region vor allem als Journalist bekannt. Immerhin ist er seit mehr als 3 Jahrzehnten Teil der kleinen Zeitung. Die Leidenschaft des Bruckers gilt aber auch dem Gehen. Jetzt holte er bei der GEA-Europameisterschaft der Masters in Portugal 3 Medaillen. Darüber spricht Ulf Tomaschek jetzt in unserem Magazin Close-Up. Wir wünschen gute Unterhaltung. Ja, Gehen ist seit 90 Jahren oder seit mehr als 90 Jahren olympisch und ist eine vollwertige Leichtathletikdisziplin. Und du, lieber Ulf Tomaschek, bist dieser Faszination, kann man sagen, erlegen. Vor vielen Jahren hast du dann eine 40 Jahre lange Pause eingelegt und ich darf mit dir heute über diese Leidenschaft und über Gott und die Welt im wahrsten Sinne des Wortes plaudern. Schön, dass du da bist. Dankeschön, danke für die Einladung. Ja, Gehen, das ist so eine Leichtathletikdisziplin, wo man in Österreich nicht so ganz weiß, wie man die einordnen soll. Du hast aber schon mit 17 Jahren damit begonnen, aber auch gleich wieder aufgehört, oder? Genau so war es. Es war 1976 und ich denke, ich habe das bei den Olympischen Spielen, Olympischen Sommerspielen 76 im Fernsehen gesehen und ich habe damals Leichtathletik trainiert bei Hans Pink, beim Kapfenberger Turnverein und wir sind einmal alle so gewatschelt rund um die Bahn und der Hans Pink hat damals gemeint, ich glaube, du kannst das und schon war ich verhaftet und bin im Herbst 1976 dann bei den steirischen Jugendmeisterschaften in Graz-Liebenau beim 5000 Meter Bahngehen gestartet. Gestartet und auf Platz 5 gelandet. Auf Platz 5 gelandet, mit einer Zeit von, ich glaube, 30 Minuten 27 Sekunden, war mein erster und auch für viele Jahre, Jahrzehnte einziger GEA-Wettbewerb, den ich gemacht habe. Genau, du sagst das Jahrzehnte, es waren 4 Jahrzehnte, wo du dann eigentlich wirklich nichts mit Gehen am Hut gehabt hast und dann wurdest du quasi entdeckt. Ja, das war so, 2016 beim Businesslauf habe ich zu den Kolleginnen und Kollegen der kleinen Zeitung gesagt, ich kann zwar nicht mehr laufen, aber ich lasse euch nicht im Stich. Es war immer schwer genug, ein Zehner-Team auf die Beine zu stellen. Ich gehe. Und man gedacht, du hast ja doch in gewisser Weise eine Geher-Vergangenheit. Und habe halt versucht, das stilistisch richtig zu machen. Ich weiß nicht, ob ich es dort richtig gemacht habe. Ich bin damals diese 4,6, 4,7 Kilometer in ca. 32 Minuten gegangen. Und Karl-Heinz Hari, der ja beim Artus Bruck die Leichtathletik über hat, hat mich gesehen und hat mich 1,5 Jahre lang belagert, dass ich zum Verein kommen soll und das Ganze ein bisschen intensivieren soll. Erfolgreich belagert, würde ich sagen. Ja, die 1,5 Jahre, nach 1,5 Jahren habe ich gesagt, hör endlich auf zum Sudern, gib mir einen Erlagschein, ich komme. Ja, und das war eigentlich auch der Beginn dann 2018, glaube ich schon, wo du genau dann begonnen hast, wieder an Bewerben teilzunehmen. Ja. Es schaut jetzt nicht so schwierig aus, aber dennoch gibt es 2 bestimmte Kriterien bei der Technik, die man erfüllen muss, um nicht disqualifiziert genau werden zu müssen, oder? Das olympische Gehen oder internationale Race Walking hat 2 Regeln. Die erste Regel ist, das Bein, das sozusagen ausschwingt, muss vom Zeitpunkt des Aufsetzens mit der Ferse auf den Boden bis in die Verlängerung im Oberkörper muss das Knie durchgestreckt sein. Daher kommt auch dieser etwas eigenartig watschelnde Gang. So watschel, ja. Und das zweite ist, es muss immer ein Fuß am Boden sein. Also es darf nicht wie beim Laufen immer eine kurze Flugphase geben, sondern es muss immer ein Fuß am Boden sein und das wird auch von Gehrichtern überprüft. Also wenn man so will, ist Gehen sowohl eine Ausdauersportart als auch eine technische Sportart, weil es Regeln gibt. Ich habe die Regeln gelesen und ich habe das dann ausprobiert. Das ist am Anfang total ungewohnt, weil Gehen ist so automatisiert und wenn man dann erst auf das denken muss, ist das am Anfang ja gar nicht so einfach, finde ich halt. Also dich da jetzt zu konzentrieren auf das, dass du alles richtig machst. Das Interessante ist, dass ich die Technik sehr schnell wieder drin gehabt habe. Mhm. Ich habe sie in der Jugend gar nicht so intensiv betrieben, das technische Training, aber ich habe dann von 2018 weg, also eigentlich die beiden Regeln sehr schnell verinnerlicht gehabt. Das heißt, technisch habe ich nie ein Problem gehabt. Ich habe in meiner
mittlerweile 7 Jahre dauernden zweiten Karriere, ich glaube, 2 oder 3 Verwarnungen bekommen. Also okay. Ich habe noch nicht einen Disqualifikationsantrag bekommen, auch bei internationalen Bewerben nicht. Das freut mich, aber ich weiß und ich kenne Kolleginnen und Kollegen, die das auch hobbymäßig betreiben, sehr gute Sportler, die sagen, sie müssen viel zu viel denken. Das kann ich mir gut vorstellen. So ist es mir gegangen. Ja. Du hast gesagt, die zweite Karriere, die ist jetzt der jüngste Titel. Am 9. Juni hast du den Vize-Staatsmeister geholt. Und in meiner Masterklasse, ja. In der Masterklasse, ja. Über 10 Kilometer. Und das war in Wien. Das war in Wien, im Prater. Und davor warst du in Portugal und da bist du mit 3 Europameistertiteln nach Hause gekommen. Einmal Gold im Team. 2-mal Silber über 10 und 20 Kilometer. Dazu mal herzliche Gratulation. Danke. Das ist schon, ja, schon was Besonderes, oder? Es ist was ganz Besonderes. Ich war vor 2 Jahren schon bei den sogenannten Non-Stadia-Europameisterschaften in Grosseto in der Toskana und habe dort auch im Team eine Bronzemedaille gemacht mit dem österreichischen Team, damals auch völlig überraschend. Und was natürlich ein tolles Erlebnis war, aber das ist natürlich noch getoppt worden jetzt in Porto Santo. Wobei ich sagen muss, es war auch ein bisschen Glück dabei in den Einzelbewerben, dass ich international bin ich noch in der Klasse 60, also 60 bis 65. National bin ich schon in der 65er. National geht es nämlich mit dem Geburtsjahr und international mit dem Geburtstag. Okay. Und ich bin also ja noch nicht ganz 65. Ja. Das war insofern ein Glück, als die 60er-Klasse etwas schütterer belegt war als zum Beispiel die 65er, die sehr stark besetzt war. Okay. Also so auch ein bisschen Glück. Und was mich aber besonders gefreut hat, ist, ich habe die Goldmedaille in der Klasse 55 bis 60 gemacht, weil die beiden anderen Starter, Franz Kropik und Roman Przeszowski, zwei sehr, sehr gute österreichische Geher immer noch, mich gefragt haben, man kann nämlich sozusagen abgestuft werden vom Alter, nicht hinauf, aber abgestuft für die Klasse. Und sie haben mich gefragt, es gäbe in Österreich 2, 3 in meinem Alter gleichwertige Geher, aber sie haben gesagt, sie wissen, dass meine Technik gut ist und dass die Gefahr, disqualifiziert zu werden, bei mir gering ist. Und das hat mich schon gefreut und umso mehr hat mich auch diese Goldene gefreut. Gesagt, du hast dann gleich das Allerbeste gegeben und jetzt Gold. Ja, und es hat funktioniert. Also wir haben anhand der Starterliste gesehen, eine Medaille ist auf jeden Fall drinnen, aber dass es Gold wird, ist dann doch nicht die berühmte Gmadi Wiesn. Mit welchen Erwartungen bist du nach Portugal gefahren? Eigentlich mit der Erwartung, dass ich eventuell eine, so wie in Grosseto, wieder eine Medaille im Team heimbringe von den Einzelmedaillen. An die habe ich gar nicht gedacht. War gar kein Thema. Gar kein Thema. Trotzdem 2-mal Silber. Wie bereitet man sich da jetzt vor auf so einen großen Bewerb? Eigentlich nicht anders als für die kleineren Bewerbe. Man ist als Geher, zumindest bei uns in Österreich, wo es ja auch relativ viele Hobby Gehbewerbe gibt oder die sogenannte Race Walking Trophy Austria, bei der grundsätzlich auch Vereinslose mit tun können. Das soll auch ein bisschen ein Anreiz sein für Leute, die das probieren wollen. Wir sind das ganze Jahr über im Geherbetrieb. Der erste Bewerb ist traditionell am 6. Jänner in St. Pölten, das Neujahrsgehen. Und der letzte ist dann meistens im Anfang Dezember beim LCC in Wien. Und das heißt, wir sind eigentlich das ganze Jahr über auf den Beinen, im wahrsten Sinne des Wortes. Trotzdem, man trainiert natürlich schon hin. Ich wollte ursprünglich den 20er gar nicht gehen. Ich habe mir im vergangenen Oktober, am 26. Oktober, beim Geherbewerb in Bruck, den ich selber veranstalte, den Knöchel gebrochen, links. Der aber sehr, sehr gut und relativ schnell verheilt ist. Ich habe aber auf den 20er nicht speziell hin trainiert. Ich bin auch im 20er wirklich auf Durchgehen gegangen. Aber wie bereitet man sich vor? Generell, natürlich muss man Technik trainieren. Das ist schon einmal klar. Auch wenn man sie gut beherrscht, es ist trotzdem immer nötig, mit der Gehtechnik zu trainieren. Dann kommt die Ausdauer natürlich dazu. Da bietet sich vieles an, Laufen, Nordic Walking, was ich grundsätzlich sehr gerne auch tue, auch Bergwandern, flottes Bergwandern ist eine sehr gute Sache, also es muss jetzt nicht unbedingt vertikal sein, sondern eher so auf und ab zum Beispiel, das ist alles, was halt für Ausdauer
Training geeignet ist. Auch Radfahren ist nicht schlecht. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass man für die Schnelligkeit Intervalltraining macht. Das funktioniert wunderbar in Kapfenberg im Stadion, weil man da mit der Laufbahn natürlich entsprechende hat. Und dann kommt noch dazu, dass man auch Krafttraining braucht, speziell für den Rumpf. Mhm. Die Beine trainiert man sowieso, aber Rumpf, Becken, Rücken muss man schon Krafttraining auch was machen. Also schon ordentlich dranbleiben. Ja, also wenn es sich ausgeht, habe ich schon in der Woche 4 Trainingseinheiten. Mhm. Ja, das ist doch ordentlich. Du hast das Bergwandern angesprochen, weil das ist ja etwas, du bist grundsätzlich gern in Bewegung. Und es muss nicht immer geradeaus gehen. Das Gehen hat ja einen Nachteil. In Wahrheit ist es relativ fad, wenn man bedenkt, dass die 20 Kilometer etwa in Porto Santo auf einem insgesamt einen Kilometer Rundkurs, also quasi fast Pendelkurs, stattfindet, den du 20 Mal gehen musst, ist es natürlich rein von der Abwechslung her nicht so spannend. Ja, das ist dann in der Natur draußen ganz anders. Interessanter. Du bist beim Brugger, also bist beim Alpenverein in Brugg und bist dort aber auch ein bisschen mit dem Gehen verbandelt. Jetzt nicht nur mit dem Normalgehen, sondern ein bisschen mit den, ich glaube, da ist was angedacht in Richtung Gehschuhgehen. Der Obmann hat mich gefragt, Peter Prates, ob ich mir vorstellen könnte, den Schneeschuhinstruktor zu machen. Das ist von der Ausbildung her jetzt nicht extrem, weil man anders als für die Kletterbewerbe und fürs Klettern andere Voraussetzungen mitbringen muss. Werden wir sehen, was daraus wird. Ja, das ist aber auch ein bisschen vom Schneeschuhinstruktor zu machen. Genau, und da ist ja auch ein bisschen vom Wetter abhängig. Die letzten Winter war das mit den Schneeschuhwanderungen ja nicht wirklich so. Ich bin sicher die letzten 2, wenn nicht gar 3 Jahre so gut wie nicht zum Schneeschuhgehen gekommen, aber auch ein bisschen aus zeitlichen Gründen. Aber ich merke es auch, ich gehe gern langlaufen, Skilanglaufen und das wird auch immer schlimmer. Man muss schon oft weiterfahren. Genau. So Tragös reicht oft nicht mehr. So direkt vor der Haustür hat man das nicht mehr so. Hat man es nicht mehr. Aber grundsätzlich bist du Neuem gegenüber schon sehr aufgeschlossen, tust du immer gerne ein bisschen so ausprobieren, oder? Ja, auch sportlich. Ich habe auch beim Hans Pink schon Hammerwerfen probiert und Diskuswerfen. Hammerwerfen geht gar nicht so schlecht. Diskuswerfen ist nicht meins. Okay. Und auch anderes. Also ich probiere schon gerne mal was aus. Ja. Interessierst dich für Neues, bist aber auch auf der anderen Seite ganz lange mit Dingen verhaftet, die für dich sehr, sehr interessant, sehr wichtig sind. So ist es auch, du engagierst dich sehr stark für die katholische Kirche. Seit 50 Jahren hast du, glaube ich, gesagt. Ja, es hat so ungefähr nach der Firmung begonnen. Du bist jetzt Vizepräsident von der katholischen Aktion. Steiermark, ja. Was sind die Aufgaben und was sind die Ziele dieser katholischen Aktion? Die katholische Aktion ist im Grunde genommen, wenn man das so vereinfacht sagen will, der Dachverband der Bewegungen, die bekannter sind als die katholische Aktion selber. Zum Beispiel Jungschar, katholische Jugend, katholische Arbeiterjugend, Frauenbewegung, Männerbewegung, Arbeitnehmerinnenbewegung. Also Das sind Laienorganisationen, ehrenamtliche Organisationen und darüber steht sozusagen als Dach, wenn man so will, auch ehrenamtlich alles, bis auf die Generalsekretärin, die ist eine Angestellte der Diözese, aber sonst Präsident, meine Vizepräsidentin, Kollegin und ich und alle anderen, die sich dort engagieren, sind ehrenamtlich tätig. Ja. Also ein Engagement für die katholische Kirche, das notwendiger ist denn je wahrscheinlich, weil die Kirchenaustritte, die sind auf Rekordniveau. Die Beweggründe dafür, die sind ja unterschiedlich. Also die einen haben, denen fehlt ganz einfach der Glaube. Die anderen sehen den Kosten-Nutzen-Faktor nicht mit der Kirchenbeitragssteuer und die anderen können wirklich mit der Moral der katholischen Kirche interessant nichts anfangen. Ist, also ich weiß es aus den verlässlichen Quellen des Ordinariats, dass es auch sehr, sehr viele Leute gibt, lange engagierte Christinnen und Christen, die austreten, vermehrt Frauen, ältere Frauen,
Sogar eine 92-jährige Frau hat vor einiger Zeit gesagt, sie kann nicht mehr. Mhm. Und genau da setzt auch die katholische Aktion an. Die katholische Aktion ist eigentlich der Teil, der offizielle Teil der katholischen Kirche in Österreich, der sich sozusagen um gesellschaftspolitische Dinge kümmern muss und soll. Und das wird ja in den Bewegungen, Männerbewegung, Frauenbewegung, Jungschar, Jugend, durchaus Bildungswerk, denke ich, doch relativ gut gemacht, wenn man sich auch die Zahlen anschaut. Was ist dein persönliches Anliegen, deine persönliche Motivation für den Glauben? Ich sage immer gern, zum einen hat mich meine Mutter heute früh in die Kirche mitgenommen. Zum anderen habe ich einen Vater gehabt, der kirchenfern, kirchenkritisch und kirchenskeptisch, aber nicht kirchenfeindlich war. Und ich glaube, in dieser Mischung, in dieser gar nicht so schlechten Mischung, bin ich ganz gut aufgewachsen. Und dann, muss ich sagen, habe ich Priester, Religionslehrerinnen, Religionslehrer kennengelernt in meiner Kindheit und Jugend, die allesamt ganz tolle Personen und Persönlichkeiten waren, die mich sehr geprägt haben und denen ich auch sicher zu verdanken habe, dass ich immer noch in der katholischen Kirche bin. Und ich glaube schon, also ich denke, Glaube, man braucht natürlich seinen persönlichen Glauben. Das ist keine Frage. Jeder hat auch seine persönlichen Anliegen, Wünsche. Aber es, darüber hinaus ist Religion auch ein gesellschaftspolitischer Faktor. Jede Religion. Und da muss man halt schauen, dass man das auch so gut wie möglich über die Bühne bringt und so verständlich wie möglich für die Leute, dass sie es auch verstehen, was wir wollen. Es ist nicht immer einfach. Das ist richtig, aber du hast es gesagt, gesellschaftspolitisch ist die Religion ganz, ganz ein wichtiges Thema. Und vielleicht haben wir jetzt jemanden zum Nachdenken darüber gebracht und vielleicht am besten noch im Gehen. Dann hätten wir es geschafft. Das Gehen ist immerhin auch in gewisser Weise meditativ, selbst im sportlichen Bereich. Ja, dann sage ich alles Gute für alles, was noch kommt. Viel Kraft. Für alles, was Samstag steirische Meisterschaften, allgemeine Klasse. Also, da wird mir der Podestplatz erspart bleiben. Da gibt es einige Jüngere, die schneller sind. Ja, aber man weiß nie, was kommt. Ja, und man tritt an und es macht Spaß. Genau, so immer noch. Und das ist das Schöne. Und hoffentlich noch lange. Ja, danke dann. Alles Gute und danke fürs Gespräch. Ich danke. Das war's auch schon wieder mit unserem Infotainment für diese Woche. Die nächste Ausgabe gibt's am 11. Juli. Aktuelle News und Infos finden Sie auf unserer Website highway-tv.at, auf Facebook und auch auf Instagram. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Auf Wiedersehen.